So, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 32. Spieltag. Die Partien an diesem Samstag: Bayreuth gegen Halle 0-1, Dortmund 2. gegen Meppen 1-0, Ingolstadt gegen Oldenburg 0-2, Osnabrück Elversberg 1-0, Wien-Wiesbaden schlägt 60 München 2-0 und hier gab es den 3-2-Erfolg des SCVR beim FC Erzgebirge Aue. Beide Cheftrainer sind hier bei uns auf dem Podium und wir starten mit dem Blick aufs Spiel mit Mitch Gniat, bitte. Erstmal hallo zusammen. Wenn ich das Spiel so durchgehe, dann bin ich erstmal sehr zufrieden mit der Leistung von meiner Truppe. Ich glaube, wir hatten schon die ersten zwei Torschancen nach einer Minute 30. Waren heute ein bisschen unkonsequent bei den Torschancen, aber ich habe halt durchweg ein extrem gutes Spiel gesehen. Wir hatten viel Ballkontrolle, haben dann uns viele Torschancen rausgespielt, die halt von hinten beim Torwart angefangen haben und genauso halt auch hohe Ballgewinne, dann wieder in die Tiefe attackiert. Gab, glaube ich, so eine Phase von 5 bis 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo wir ein bisschen am Schwimmen waren. Und dann haben wir es halt, glaube ich, aus. Ja, sowas passiert da bei einer jungen Mannschaft. Dann machst du ein, zwei dumme Aktionen und dann kann so ein Spiel auch nochmal kippen. Und trotzdem muss ich sagen, haben wir, glaube ich, heute im Kollektiv alle zusammengehalten, haben alles abgerissen, alles reingehauen, was ging, weil wir wussten, okay, alles klar, das würde wieder einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt bedeuten. Und deswegen bin ich gerade umso glücklicher, dass wir das hinbekommen haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für die restliche Saison und ich hoffe auch, dass ihr in der Liga bleibt, weil ich muss sagen, hier fühlt man sich echt wohl, das Stadion ist top, die ganzen Zuschauer hier. Also ich glaube, das ist ein bisschen mehr als dritte Liga, was hier möglich ist und deswegen hoffe ich, dass ihr da nicht mehr reinrutscht und wünsche dir, Pavel, auch privat alles Gute und ganz viel Erfolg mit der Truppe. Vielen Dank. Ja, und da ist das Mikrofon auf für unseren Cheftrainer, für Pavel. Danke, Mitch. Ja, Glück auf. Ja. Nach so einem Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Es ist ja heute ganz deutlich das zu erkennen gewesen, dass meine Mannschaft sehr verunsichert ist und viel Nervosität dabei ist. Wir haben Anstoß gehabt, nach 10 Sekunden war der Gegner schon gefährlich vom Tor. Wir haben viele Abstimmungsfehler gehabt. Natürlich auch die Mannschaft von Fell hat viele Sachen gut gemacht, aber mit unserer freundlichen Unterstützung alles. Wir haben auch die Tage viele Sachen auch angesprochen, wie wir sie anlaufen wollen. Und das haben wir das nicht so gut umgesetzt auf dem Platz. Aber die Fehler, die wir gemacht haben, das waren auch einfache Bälle, die einfach ins Aus gehen oder der Ball zu lang oder falsche Entscheidung. Gegner war immer schneller, immer auch gedanklich besser. Also das war tatsächlich so, dass wir erste Minuten eine Phase hatten, wo ich von draußen nur gesehen habe, wie wir eigentlich am Schwimmen sind und Frage der Zeit ist, wann das Gegentor kommt und dann ist ja das tatsächlich passiert. War nicht überraschend für mich zu diesem Zeitpunkt, weil ich sage es nochmal, das war absolut eine verunsicherte Mannschaft von uns oder von mir. Und dann je länger das Spiel dauert oder die Halbzeit, dann war man ein bisschen besser im Spiel. Aber man hat schon diese Aufbäumen auch richtig so auch vermisst. Das ist für mich, ich sage es nochmal, das ist nur rein Kopfsache, nichts anderes, weil wir können es besser machen, das haben wir oft gezeigt. Und auch zweite Halbzeit kommt noch alles zusammen. Wir haben in der Halbzeit Korrekturen vorgenommen. Wir haben auch, ich habe versucht, die Mannschaft nochmal zu motivieren, zu pushen. Und dann Seite wird gewechselt und nicht mal eine Minute gespielt. Und dann nimmst du noch das zweite Tor wieder, so, wo uns den Rückenwind wieder weggenommen hat. Nichtsdestotrotz machen wir 2-1, so 50. Minute circa, dann ist ja noch genug Zeit, noch das vielleicht Punkt zu nehmen und vielleicht auch 2-2 zu spielen. Aber das war immer gefährlich, weil wir haben auch immer mehr nach vorne Kräfte geworfen haben und natürlich die Mannschaft von Fell ist ja spielerisch eine von den besten Mannschaften in der Liga, braucht man gar nicht jetzt das so drumherum reden, das ist wirklich eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft und das war für uns verdammt schwer. Also die gesamte Situation, also wie gesagt, diese Nervosität, starke Gegner, auch Verunsicherung, viele individuelle Fehler, die haben letztendlich dazu geführt, dass wir so das Spiel heute wieder verloren haben. Und das ist bitter, das ist ärgerlich, das ist ja tatsächlich sehr enttäuschend für uns alle.
Und natürlich, ich trage die Verantwortung für Siege und für Niederlagen. Natürlich, diese Niederlage ist für mich auch ein bitterer Rückschlag. Aber eins werde ich nicht machen. Ich werde die Mannschaft aufbauen. Ich werde die Mannschaft wieder aufrichten. Wir werden Spiele gewinnen. Da bin ich mir 100% sicher, auch wenn selber momentan die Stimmung sehr gereizt ist. Und dass die Mannschaft auch, wie gesagt, verunsichert ist, aber das ist auch für mich eine Herausforderung, die ich mal meistern muss und das werde ich auch machen. Und stelle ich mich vor der Mannschaft 100% und ich sage es nochmal, ich bin verantwortlich für die Situation und ich werde das auch meistern, 100%, da bin ich mir auch sicher, auch wenn selber das schwierig ist, momentan die Situation. Ansonsten, ja, was soll ich sagen, wir kennen uns schon so lange. Wünsche ich alles Gute für eine neue Saison. Ich glaube, dass mit Abstieg das hier gar nicht mehr zu tun hat. Und vor allen Dingen die Art und Weise, wie ihr Fußball spielt, habe ich mir nie Sorgen gemacht um euren Klassenerhalt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen straffen und eins dürfen wir auch nicht machen, uns zerfleischen und jetzt Schuldige zu suchen, sondern wir müssen enger zusammenrücken und auch das Ziel erreichen und zwar Klassenerhalt, mehr nicht. Das ist das, was zählt für mich. Dankeschön. Vielen Dank unserem Chefcoach Pavel Datschew. Und damit ist die Zeit für die Fragen der Presse. Wenn es die gibt, bitte ganz kurzes Handzeichen, dann kommt das Funkmikro gerne vorbei. Es gibt keine Fragen, dann fragen wir zumindest Pavel Datschew nochmal abschließend, weil das hatten die Kollegen vom Fernsehen gefragt. Tom Baumgart musste verletzungsbedingt vom Platz und in dem Fall sogar getragen werden. Gibt es da einen aktuellen Stand, Pavel? Ja, das kommt auch noch dazu. Das ist, wie gesagt, das hat heute alles nicht so richtig gepasst. Und er ist ja jetzt im Krankenhaus, wird gecheckt, was genau Sache ist. Das kann ich momentan nicht sagen. Also da müssen wir abwarten, was die Diagnose ist oder wie die Diagnose ist. Und dann können wir die Presseleute, die Medien auch darüber informieren. Aber Fakt ist ja, dass ich momentan keine Informationen habe. Okay, vielen Dank, Pavel. Dann drücken wir unserem Tom Baumgart oben im Helios Klinikum bei der Untersuchung alle Daumen, dass es nicht gar zu schlimm ist. Wie geht's weiter? Am nächsten Samstag die Veilchen zu Gast beim SV Elversberg und der SCFR hat noch ein bisschen mehr Zeit, sich aufs nächste Spiel vorzubereiten. Am Montagabend dann im Heimspiel gegen Dortmunds zweite. Beiden Mannschaften dazu viel Erfolg für heute. Vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Das war's aus dem Erzgebirgsstadion. Glück auf!